Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Reichtum nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Das alles hörten auch die Pharisäer, die sehr am Geld hingen, und sie lachten über ihn. Da sagte er zu ihnen: Ihr redet den Leuten ein, dass ihr gerecht seid, aber Gott kennt euer Herz. Denn was die Menschen für großartig halten, das ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Zuerst wollte ich mich genauer mit dem Inhalt der Textstelle beschäftigen. Aber dann bin ich irgendwie in der Rahmenhandlung hängen geblieben. Und das ist eine vertraute Situation. Wir hören Jesus zu, der uns etwas zu sagen hat. Ich übe oft mit den Kindern in der Schule für einen guten Aufsatz das Wortfeld sagen, damit sie nicht dieses nichtssagende Wort sagen verwenden und andere Wörter kennenlernen. Aber dieser bewusste Einsatz von sagen drückt hier mit Nachdruck aus, dass es um etwas Wichtiges, eine Erkenntnis, um eine Durchsage geht, an der es nichts zu rütteln gibt, im Sinne von: jemand hat etwas zu sagen und jemand muss etwas sagen. Auch wenn die anderen mich auslachen, mich nicht ernst nehmen, mich unter Umständen für verrückt halten. Jesus weiß auch, was er sagt. Und dass er nicht nur Beifall bekommt, sondern dass die Pharisäer darauf warten, dass er wieder aneckt. Jesus sagt, wozu wir uns bekehren sollen, was voraussetzt, dass wir auch etwas ändern wollen, dass wir, wie wir heute sagen, reflektieren können. Das funktioniert aber nicht bei Menschen, die sich ihr eigenes Selbstbild gemacht haben und die das alles bewahren wollen, was ihnen wichtig ist. Auch wenn sie sich dann gegenüber anderen selbstgerecht und überlegen zeigen und fühlen. Eigentlich kann man solche Menschen nicht mit neuen Ideen erreichen. Sie reden den Leuten ein, dass sie gerecht sind, sagt Jesus über die Pharisäer. Sie stehen eigentlich auch heute für Menschen, für die es keinen Grund gibt, ihr Macht- und ihr Besitzstreben zu erkennen. Ja, das kann gar nicht sein, weil sie ja davon ausgehen, das Richtige zu tun und das Erstrebenswerte zu machen. Und das unter Umständen im Namen Gottes. Wenn ich auf dieser Seite stehe, dann sorge ich mich um mich selber, will alles so erhalten und so behalten, wie es ist. Wenn ich mich nicht auf Jesus einlasse, dann bin ich eigentlich wie die Pharisäer, die Jesus nicht verstehen. Für die Pharisäer ist ihre Welt in Ordnung. Sie fühlen sich in ihrer Ordnung großartig, wie es steht. Eigentlich ein modernes Wort, wird oft verwendet, großartig. Etwas ist großartig. Jesus setzt eine neue, eigentlich verrückt wirkende Ordnung,
dieser Ordnung entgegen. Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir uns auf das einlassen, was uns eigentlich Angst macht. Wir haben Angst zu scheitern, verwundbar zu sein, machtlos zu sein, besitzlos zu sein und verwundbar zu sein, ausgegrenzt. Heute will ich dankbar dafür sein, dass Jesus bereit war, sich für jemanden halten zu lassen, der nicht der Ordnung entsprach. Weil es mir die Möglichkeit gibt, auch nicht das tun zu müssen, was mir die anderen einreden, was in Gottes Augen ja auch ein Gräuel ist.